nicht mehr wahr. Doch hab keine Angst, die Rettung ist nah. Denn jetzt sind wir ja da. Drum halt dich bereit, gleich ist es soweit. Wir reisen zurück, zurück durch die Zeit. Wir retten die Vergangenheit. Wir sind schon was. Komm, halt dich bereit, wir retten die Zeit. Jetzt ist es soweit, die Reise beginnt. Wir sind die Adventurers. Und noch weitere 6 Punkte für uns. Damit steht es 35-0 und wir wechseln die Seiten. Es gibt doch nichts Schöneres als eine richtig gute Partie Cricket. Kevin, das war ja der perfekte Googly. Monty, du bist raus. Ausgemacht. Das war doch gerade der erste Versuch. Dann darf er doch noch zweimal. Das ist nicht Baseball, sondern Cricket. Wenn der Ball das Wicket trifft, bist du raus. Und beim Cricket sagen wir dann ausgemacht. Aber das zählt nicht. Du hast doch selbst gesagt, dass es automatisch 6 Punkte gibt, wenn der Ball über die Begrenzung geschlagen wird. Ja, aber du hast den Ball vorher zweimal berührt. Das bedeutet, du bist ausgemacht. Du kannst mich nicht ausmachen. Ich höre auf. Dein englisches Spiel ist total blöd, deshalb spielt es auch keiner. Menschen auf der ganzen Welt spielen Cricket, aber im Unterschied zu dir haben die auch ein bisschen Verstand. Ich habe auch ein bisschen Verstand. Hey, ihr zwei, das ist doch nur ein Spiel. Also gut, Jungs, jetzt reicht es. Tut mir leid, dass ich euren Spaß unterbreche, aber könntet ihr mir vielleicht bei den Geschichtshausaufgaben helfen? Komm schon, Paul, wir haben wirklich Wichtigeres zu tun. Ich warte auf dich. Um 5 hinter der Sporthalle. Sei da oder sei ein feiges... Also, meine Lieben, ich habe einen neuen Auftrag für euch. Selbst diese Virentrottel könnten an dieser Aufgabe unmöglich scheitern. Komm schon, Sugar Ray. Wir haben eine Menge zu tun. Aber ich muss schon sagen, du schwebst wie ein Schmetterling und stichst wie eine... Naja, und du stichst auch wie ein Schmetterling. Wenn ich doch nur einen guten Treffer gelandet hätte. Hey, Paul, bleib mal ganz ruhig. Hallo, Adventurers. Die Geschichte braucht euch in Indien am 5. April 1930. Euer Ziel ist das Dorf Dandi am Meer, wo ihr die Ehre haben werdet, Zeuge zu sein wie... Wie jemand zum Beispiel macht? Hat das vielleicht was mit Halsbonbons zu tun? Mein Großonkel ist als Offizier in Indien gewesen. Er hätte schon gewusst, wie man mit Leuten wie Erik verfährt. Schon gut. Jetzt geht's los. Oh.
Hallo, Leute! Sieh dich vor! Verschwinde, du Biest! Tu ihm nicht weh! Kühe sind heilige Tiere. Wir müssen Satyagraha üben. Gewaltlosigkeit gegen alle Lebewesen. So lehrt uns das Mahatma, die große Seele. Du hast das Richtige getan. Namaste. Paul! Hey, du liebes Kranker! Wie soll der feinste Stoff Schönheit in sich bergen, wenn er Hunger und Elend über das indische Volk bringt? Entschuldigung, es tut mir wirklich schrecklich leid. Englische Fabriken stellen die Stoffe her, die an unserer Armut schuld sind. Die indische Unabhängigkeit wird kommen, wenn wir uns nur auf uns selbst verlassen. Kann das Tier nicht endlich anhalten? Und gar nicht. Indische Stoffe für Indien. Der Mahatma sagt, Gewaltlosigkeit ist nicht der Weg der Schwachen und Unwissenden, sondern der Starken und Weisen. Du hast bewiesen, dass du beides bist. Sita! Verzeih mir, ich muss jetzt gehen. Namaste. Warte! Wie ist dein Name? Sita. Sita. Ich weiß ihren Nachnamen nicht. Wir haben jetzt größere Probleme als dein Liebesleben. Wo sind die Möwen, die Sandburgen und die Buddeleimer, auf denen Dandi am Meer steht? Wir sind hier in Dandi nicht am Meer und wir müssen endlich zu diesem anderen Ort. Und wir sollten uns dabei beeilen. Der Polizist erkennt bestimmt den Weg. Ich werde hingehen und fragen. Entschuldigen Sie, Herr Wachtmeister. Können Sie uns sagen, wie wir nach Dandi am Meer kommen? Und wissen Sie zufälligerweise Sitas Nachnamen? Sie wohnt in Ihrem Dorf. Wer will das wissen? Ein Agent des Hackers? Diese falschen 50er sind jetzt schon so oft aufgetaucht, dass wir inzwischen falsche 50er-Millionäre sein müssen. Ich könnte schwören, dass ich gerade zwei von den zeitreisenden Nervensägen gesehen habe. Wenn die Agenten des Hackers hier sind, sind wir vielleicht doch am richtigen Ort. Oh, die beten Sie ja an. Das ist Gandhi. Ist das Ihr Nachname? Nicht Sita, der alte Herr da. Oh, Gandhi. Die Herstellung und der Verkauf von Salz ist ein Regierungsmonopol, mit dem die Briten große Gewinne erzielen und das die Inder teuer bezahlen müssen. Heute, am 24. und letzten Tag unseres Marsches, werden wir in Dandi am Meer ankommen und mit dem Salz Satyagraha beginnen, indem wir das ungerechte britische Gesetz brechen und unser eigenes Salz herstellen. Wieso, S-Ed? Was ist denn hier los? Gandhis Salz Satyagraha war der erste revolutionäre Akt der Gewaltlosigkeit, der schließlich zum Ende der britischen Herrschaft über Indien führte. Das hat den Briten bestimmt nicht gut geschmeckt, hä? Mit anderen Worten, die indische Geschichte ist verloren, wenn Gandhi nicht nach Dandi kommt. Das indische Salz soll Indien gehören. Der Agent des Hackers ist gerade in Richtung Dandi am Meer losgefahren. Wir müssen ihn verfolgen. Oh! Ich denke, der kann uns transportieren. Ganz genau. Und ich werde ein Auge auf Sita, Gandhi haben. Und ich werde wohl ein Auge auf, Aber vergesst nicht, wir sind hier, um die Geschichte zu retten, nicht um sie zu machen. Auf geht's! Da greife ich doch mal zu. Von dem ganzen Marschieren habe ich richtig Hunger bekommen. Ich wette, Sita geht's auch so. Nein, vielen Dank, mein Sohn. Sag den Freunden, die dich geschickt haben, dass die Salzmarschierer und auch ich mit einfachem Dorfessen zufrieden sind. Es wäre für mich und für Indien das Beste, wenn auch sie damit zufrieden wären.
Echt clever von dir, Casanova. Nicht mal ein Gandhi kann aus einem Bergbach Salz gewinnen. Da ist er ja. Du hast richtig gelegen. Er will nach Dandi am Meer. Nach rechts. Ich glaube nicht, dass du ihn lenken kannst, wenn du ihn am Ohr ziehst. Habt ihr nicht ein paar Erdnüsse dabei? Oh, Sita hat kein einziges Wort mit mir gesprochen, seitdem sie mich mit den Mangos am Spieß gesehen hat. Du hast ja auch kein Wort zu ihr gesagt. Ich hab sie erwischt. Ich bin dein ergebenster Diener. Was? Kein lebendes Wesen hat das Recht, ein anderes zu töten. Es wollte dich doch aber stechen. Vielleicht wirst du ja mal als Moskito wiedergeboren. Wer wird als Moskito wiedergeboren werden? Niemand, Babu. Es ist nur so, dass dieser junge Mann dort ein schlechtes Karma hat. Sita, wiederhole bitte das Gelübde von Ahimsa. Man darf keine unfreundlichen Gedanken hegen, nicht einmal gegenüber demjenigen, der sich selbst für deinen Feind hält. Wieso Feind? Ich halte mich nicht für... Wir freuen uns sehr, dass ihr mit uns marschiert. Nicht wahr, Sita? Mhm. Und es wird euch freuen zu hören, dass wir bald an der Küste ankommen werden. Ich bin Kiko und ich komme aus Japan. Japan? Das ist tatsächlich ein großer Tag für Indien. Geschichte? Bald bist du erledigt. Ausgezeichnet. Endlich funktionieren meine Siliziumschurken perfekt. Gandhis Politik des gewaltlosen Widerstands wird Indien niemals befreien. Wir müssen für unsere Freiheit kämpfen. Bitte folge dem Wegweiser nach Gandhi am Meer. Na los! Beweg dich schon, komm na schon. Los! Okay, Ed, hast du vielleicht irgendeine Idee? Nun, ich habe einen Plan für eine bessere Mausefalle. Ich glaube, ich habe das Problem des Perpetuum mobile gelöst und schon bald könnte der Hunger auf der Welt Geschichte sein. Oder meint ihr dieses Elefant vor der Felsschlucht-Problem? Doch los! Ja, bitte los! Oh, ihr scheint Schwierigkeiten zu haben. Sie will nicht über die Brücke gehen. Ich habe immer schon gesagt, wer etwas bewegen will, geht mit gutem Beispiel voran. Ist zum Meer hin nicht irgendwann da gehen? Oh. Der Agent des Hackers führt uns weg von Dandi am Meer. Was? Entschuldigung, Mr. Gandhi, heute gibt es leider kein Salz und keine Unabhängigkeit für Indien. Hey, verschwindet von der Brücke, sie wird gleich in die Luft fliegen. Ich habe das Gefühl, jemand hat was dagegen, dass Gandhi nach Dandi kommt. Sie sind hier am falschen Ort. Das hat mich noch nie von etwas abgehalten. Sie wollte wohl sagen, sie freut sich, sie kennenzulernen, aber dass... Dandi am Meer auf der anderen Seite der Felsschlucht liegt. Ach, herrje. Und das ist ein wirklich langer Weg dorthin. Ich verbringe die Nacht im nächsten Dorf und werde dann morgen das Salzgesetz aber brechen. Dandi ist doch das nächste Dorf. Nur keine Sorge, ich kenne eine Abkürzung. Alles in Ordnung? Salzmarschierer, ja. Wir sind leider falsch abgebogen. Ihr müsst den gleichen Weg wieder zurückgehen. Unsere neuen Freunde werden mir eine Abkürzung zeigen. Und wir treffen uns dann in Dandia Meer wieder. Erstaunlich, dass Sie eine Abkürzung kennen. Dichterin Sarojini Naidu. Wenn mir etwas zustoßen sollte, übernehmen Sie die Führung. Was ist denn mit Ed los? Sein Kompass funktioniert nicht mehr. Ich hab wohl bei der Explosion was abgekriegt. Wie geht das mit dem Kompass nochmal? Norden, Süden, Osten. Norden, Süden, Osten. Tut mir leid, Leute. Ich muss mich mal kurz abschalten, um das in Ordnung zu bringen. Heißt das, wir haben uns verlaufen? Ich hoffe nicht. Gandhi, Kiko, folgt unserer Spur. Wir kundschaften die Gegend aus. Die Marschierer haben keine Kraft mehr.
Diese britischen Imperialisten wollten uns gerade töten. Wir sollten uns wehren, solange wir das noch können. Soll dir von der Dichterin sagen, dass das hier der Salzmarsch ist und nicht der Salzmarathon? Ich will dabei sein, wenn Babu das Salzgesetz bricht. Oder kennst du vielleicht auch noch eine Abkürzung? Ach, Herrje! Brennen Sie! Hau! Lass den Stein fallen. Der Satyagraha ist vorbei, wenn wir auf irgendeine Weise Gewalt ausüben. Aber... Wir müssen uns ganz ruhig verhalten. Dann wird dieses Tier schnell merken, dass wir nicht seine Feinde sind. Wir sind schon fast da. Wir müssen uns verteidigen gegen diese britischen Imperialisten. Diese gewaltfreie Vorgehensweise scheint uns nicht wirklich weiterzubringen. Schließlich ist Selbstverteidigung eine ganz natürliche Reaktion. Wenn wir für die Freiheit kämpfen müssen, dann werden wir das tun. Ja, richtig, ganz genau. Wir werden einfach drum herum gehen. Vielleicht sollten wir erst mal unseren nächsten Schritt überdenken. Dandi am Meer, endlich. Alle sind gekommen, um zu sehen, wie Babu Salz macht. Oh, ich hoffe, wir haben nichts verpasst. Vielleicht sollten wir den anderen Marschierern Bescheid sagen, dass sie es fast geschafft haben. Oh. Wollte ich schon immer mal machen. Mahatma Gandhi und all ihr anderen, ihr seid verhaftet! Nieder mit den britischen Imperialisten! Niemand wird hier heute Salz gewinnen! Ich hab euch doch gesagt, ihr sollt euch wehren! Nieder mit Großbritannien! Ja. Mahatma hat gesagt, Gewaltlosigkeit ist nicht der Weg der Schwachen und Unwissenden, sondern der Starken und Weisen. Der da ist auch ein britischer Imperialist! Ja. Wenn der Mahatma davon erfährt, wird er den Satyagraha abbrechen. Bitte sagt es ihm nicht! Oh, was haben wir nur getan? Habt ihr nicht gehört? Ihr seid alle verhaftet! Weil hier gerade niemand verletzt wurde, wird jeder von euch die Bürde seiner Handlungen allein tragen. Wir werden jetzt unseren Marsch friedlich fortsetzen. Sita, ich kann Gandhi nirgendwo sehen. Die Leute wollen schon wieder gehen. Wir müssen sie aufhalten. Babu wollte, dass du den Satyagraha durchführst, wenn er nicht da ist. Ja, ich weiß. Wir haben uns heute hier versammelt, um uns und der Welt ein für alle Mal zu zeigen, dass uns die Briten in unserem eigenen Land nicht länger herumkommandieren können. Und zu diesem Zweck werde ich jetzt das ungerechte britische Salzgesetz brechen. Dichterin Sarojini, Gesetzesbrecherin. Es tut mir leid, Mr. Gandhi, aber Sie sind verhaftet. Das geht schon in Ordnung, aber vorher werde ich noch das Salzgesetz brechen. Auf diese Weise werde ich die Grundfesten des britischen Weltreichs erschüttern. Mahatma Gandhi, Gesetzesbrecher. Liebe Freunde, folgt meinem Beispiel. Wieso sollte es ein Gesetz geben, das den Indern verbietet, Salz zu gewinnen? Das liegt doch hier einfach so am Strand rum. Wenn ich verzweifelt bin, dann erinnere ich mich daran, dass die Liebe und die Wahrheit immer gewonnen haben. Der Meister wird uns auslöschen. Also, eure Aufmerksamkeit.
Aufgabe bestand lediglich darin, zu verhindern, dass ein alter Mann Salz aufhebt. Und nicht einmal das schafft ihr zwei. Ihr seid so oft gescheitert, aber ihr habt nichts daraus gelernt. Gar nichts. Diesmal haben wir was gelernt, Meister. Oh, wirklich? Ja, das Gewalt keine Probleme löst. Ja, aber mir geht es nach ein bisschen Gewalt auf jeden Fall viel besser. Es tut mir leid, aber ich befürchte, Indien ist nicht der richtige Ort für mich. Hätten wir uns doch nur zu einer anderen Zeit kennengelernt. Das wünschte ich auch. Ich glaube, Paul hat Gandhis Botschaft der Liebe ein bisschen zu wörtlich genommen. Hey. Ach, das ist ja so süß. Wir sollten besser gehen, bevor ich noch anfange zu weinen. 5, 4, oh, zu spät. Es tut mir ja so leid für euch beide. Immer noch nicht glauben, dass wir Gandhi kennengelernt haben. Er hat Martin Luther King und die Bürgerrechtsbewegungen auf der ganzen Welt inspiriert. Och, was für ein Mann. Wo willst du denn jetzt hin? Ich werde Eric jetzt eine Lektion erteilen. Hallo, na sieh mal an, wer da ist. Komm schon, lass uns loslegen. Ich will jetzt aber nicht kämpfen, ich will nur unser Missverständnis aufklären. Arten des Ausmachens. Erstens, Bolt. Der Schlagmann ist aus, wenn der Werfer den Wicket trifft. Zweitens, der Doppelschlag. Der Schlagmann ist ausgemacht, wenn er den Ball zweimal trifft, außer zur Verteidigung des Wicket. Idiot! Der Unterricht ist vorbei. Nachdem er an irgendeinem Teil seines Körpers berührt oder umgeworfen wurde. Ein wahrhaft edler Mensch betrachtet alle Menschen als Einheit und vergilt böse Taten niemals mit Gemeinheit. Sie will damit sagen, dass die ganze Welt schon blind wäre, wenn alle nach der Devise Auge um Auge handeln würden. Nevin, das ist brillant. Sag es nochmal. Das sind nicht meine Worte, ich zitiere Gandhi. Und was soll Gandhi mit diesem blöden Cricket-Spiel zu tun haben? Naja, das Wort Cricket hat verschiedene Bedeutungen. Es steht für eine Insektenart, eine Sportart, aber auch für faires und ehrenwertes Verhalten. Insofern würde ich sagen, dass Gandhi auch für Cricket steht. Es tut mir wirklich leid, Leute. Ich war wohl ein ziemlicher Idiot. Wenn ihr wollt, können wir das Spiel ja wiederholen. Das ist wirklich sehr Cricket von dir.